Hallo und willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ja, wie ihr seht, wir haben momentan wieder ein klitzekleines Internetproblem, aber davon lassen wir uns nicht ablenken. Nein. Oder Schwein? Genau. Ja, wir befinden uns in einer älteren Version, in einer früheren Version von Minecraft, in Zeit 1.12.2. Aber es soll sich, glaube ich, groß stören. Wir spielen einfach Minecraft ganz normal und schau mal, wir sind ja direkt bei einem Dorf gespawnt. Ja, na, Villager. Habt ihr vielleicht ein bisschen Stuff für mich? Das wäre sehr schön. Ein bisschen Essen können wir uns auf jeden Fall mitnehmen. Denn die Villager haben mir was erzählt. Ich hoffe, der Sound ist nicht zu laut. Und zwar haben sie mir von einem Portal erzählt, welches sich hier in der Gegend befindet. Und das soll wohl unsere Vorstellung von Minecraft komplett verändern. Nun ja, glaube ich jetzt eher nicht so, aber gut. Ich habe nur ein bisschen Beetroot. Ist es also in Ordnung? Leute, seit wann mögen Schweine Beetroot? Das ist neu für mich. Dann gehen wir mal auf Versuche. Sie meint, es wäre irgendwo in der Nähe der Berge. Ich glaube, ich sehe da auch schon was. Das sieht mir doch sehr verdächtig danach aus. Okay. Gut. Springen und deine Welt wird sich verändern. Naja, okay. Eigentlich will ich das nicht, aber okay, Leute. Wir werden springen, ja. Mal gucken, was da passieren wird. Geronimo! Aua. Alter. Das war ein sehr tiefer Fall. Alter. Huch. Okay, wo sind wir denn gelandet? Schon erstmal. Oh, warte mal, was? Wait a second. Wait a second. Hält was an der Landschaft aus? Auf? Okay, irgendwas stimmt hier doch nicht. Oh mein Gott, wie bewegen wir uns denn? Was so? Okay, das ist sehr weird. Okay, Leute, ich glaube, wir sind hier gerade in einer anderen Realität gelandet. Okay, unsere Level sind weg. Nein, unsere Sticks und alles. Okay, ein bisschen was haben wir behalten. Okay, ich schätze, dann geht das Spiel wohl hier weiter. Boah, das sieht aber mal mega geil aus. Ich geht's einfach hier so. Okay. Boah, auch der Wald. Okay, wir brauchen erstmal wieder ein bisschen Holz. Besser ist das. Warum braucht er so lange, um das Ding abzubauen, Alter? Okay, mir ist Holz. Au, was? Was zur Hölle war das jetzt? Warte mal. Lol. Die fallen einfach um, als. Ja, als würde man sie wirklich umkippen. Achso, scheiße. Die brauchen jetzt aber auch länger zum Abbauen, ne? Okay, das ist eigentlich schon ganz geil. Mal was Neues. Das heißt, wir spielen jetzt Minecraft ganz normal durch, aber halt in realistischer Form. Ach, Leute, ist hier so eine coole. Oh Gott, das verändert das ganze Spielprinzip hier ein bisschen. Oh mein Gott. Oh Gott, oh, ist das eklig. Hallo? Ich will hier durch. Ich will nach unten. Ja gut, stellen wir uns erstmal hier oben eine kleine Crafting Table hin. Besser ist das. Wir haben schon genug Steine, um uns auf jeden Fall eine Steinspitzhacke zu machen. Das ist schon mal ein bisschen besser. Und am besten gleich auch noch ein Steinschwert, denn man weiß ja nie, ne, was uns da unten erwarten könnte, wenn wir dort eine Höhle finden. So, euch beide schmeiße ich dann erstmal weg. Das heißt, bye bye und bye bye.
Und ab geht's weiter nach unten. Ah, komm schon. Guck mal. Das, ah, das hat aber schon was, oder? Oh mein Gott, sieht das geil aus. Oh mein Gott, Alter. Das können wir einfach die Helligkeit höher stellen. Oder wir können ein ganz klein bisschen cheaten, die wird es ein bisschen Nightvision geben. Oh. Oh, ich glaube, ich habe was. Oh mein Gott, Alter, was? Was ist das? Oh mein Gott. Okay, Leute, ich glaube, wir haben eine perfekte Höhle gefunden. Okay. Oh mein Alter, ja. Ich glaube, Sneaken bringt hier nichts. Wie kommen wir am besten runter, ohne dass wir runterfallen? Oh Gott. Ach, scheiße. Ach du Heiliger, was sind das für Höhlensysteme? Bong, bong. Oh. Moinsen! LOL! Die Monster laufen aber auch anders, ne? Hab ich was zu essen dabei? Ein bisschen Beetroot noch. Ich sehe da jede Menge Eisen. Okay. Oh Gott! Oh Gott! Boah. Wie gut, dass ich das gerade alles erst aufgefrischt habe. Bin nämlich schon ein bisschen unterwegs. Oh, noch mehr Eisen, das ist gut. Das können wir gut mitnehmen. Ja, ich bin wie gesagt vorhin haben wir gestorben. Musste den ganzen Weg zurücklaufen. Hatte dann noch ein bisschen Eisen und habe erstmal neue Sachen noch gemacht. Ja, genau. Ein bisschen schon durch die Höhen unterwegs. Was mag man mehr, ne? So, das ist noch eine Oh mein Gott, Leute. Oh mein Gott, da unten sind schon die Dias am Funkeln. Das ist mega geil. So. Okay. Oh mein Gott. Oh, ist ja eklig, ist ja eklig. Geh weg. Scheiß mir nicht zum Geh weg, scheiß mir nicht zum. Wir sehen uns gleich wieder, wir sehen uns gleich wieder. Boah, Alter, sich hier vorzukämpfen, das war schlimm. Glaub mir. Ihr wollt den Kampf lieber nicht sehen. Oh, eine Schallplatte. Das ist geil. Boah, Leute, schaut euch das ganze Stuff an. Brot, ja, Andy war was Richtiges zu essen und nicht nur rotten Fleisch. Wo bist du hin, dir? Diamonds. Ich höre noch ein Skelett. Ich sehe es aber nicht. War das alle? Drei Diamanten nur? Ah. Ist hier nichts mehr? Hier drei Dias ist ganz in Ordnung, ne? Für den Enderdrachen wird zwar ein bisschen schwierig, aber. Oh mein Gott. Ja, diese Spinnen. Die sind sowas von ekelig. Ich will nicht zu den Spinnen. Erstes Skelett hier. Oh, das sieht mich gar nicht mal. Hallo? Okay, ignorieren mich. Hallo Spinne. Oh, geh weg. Alles okay bei dir? Oh Gott. Ich mach immer noch Schaden. Alter, irgendwas, was einen aus dem Boden angreift, geht es das eklig. So, haben wir zusammen. Das Portal steht. Jetzt zünden wir es an und ab in den Äther. Lass mich rein. Ich bin bereit. Irgendwie. Okay. Ist die Quarz? Das nehmen wir immer gerne mit. Ich benutze deshalb immer noch meine Dingsspitzhacke, weil ich die dir dann als zweite nehme. Ach, so, nach 3 Millionen Jahren bin ich jetzt hier oben. Ich höre das Ding immer noch so laut, Alter. Wo ist es? Gas, zeig dich. Wo bist du bitte? Also, ich weiß nicht, wo der Gast sein könnte. Wisst ihr da was? Also, ich kann überhaupt nichts sehen. Hallo da. Oh! Komm, schieß. Schieß. Komm. Easy. Gasträne. LOL, so schnell habe ich noch nie gegastet. Ich weiß nicht zufälligerweise, ob hier irgendwo ein Spawner ist. Hallo.
muss erstmal raus. Warten Sie, bis ich hier raus bin, ja? Vielen Dank. Kannst kein Nahkampf. Doch, die können Nahkampf? Ach du Scheiße. Okay. Oh mein Gott, sieht das merkwürdig aus. Okay, 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 okay. Ach du. Yo, okay, Leute. Okay, okay, okay. Ich hab mal gefragt, wie das aussieht, wenn man in Survival kämpft mit der Mods. Schieß doch. Hi, la 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 la. So. Au. Oh, ich brauch nur einen Routen. Nicht nochmal sterben, nicht nochmal sterben. Also gar nicht, dass nur Lohn Nahkampf können. Okay, wir haben eine Lohnroute. Jetzt heißt es, ich kann auch mit einer überleben, scheiß drauf. Oh, Alter, ich bin schon so lange unterwegs. Hab jetzt 7 Lohnrouten. Bauen wir jetzt noch ein paar in der Ender-Erosion und dann haben wir es eigentlich. Dann wird später gegen Ender-Erosion gekämpft. Ich brauche zwar vielleicht noch einen feinen Bogen. Mal schauen, ob wir erstmal rauskommen. Oh. Okay. Sieht ganz schick hier aus. Ja, doch. Oh, leck. Einmal alles laden lassen. Okay, okay, okay. Ja, dann lasst uns doch mal gucken, dass wir Endermänner finden. Beziehungsweise ich suche mal welche. Ich überspringe das für euch. Und dann sehen wir uns auf der Suche nach dem Endfortress wieder. Wo geht's denn hin? Was? Hier hin? Hier an dieser Stelle? Hier? Oh, okay. Ich glaube, wir haben es gefunden. Okay, das war einfacher als gedacht. Warte, wie das dahinter aussieht, ne? Gut, wie viele Enderaugen müssen wir... Oh mein Gott, Leute. Wie viel Prozent Chance hat man nochmal, dass das Portal fast alle Enderaugen drin hat? Ich glaube, heute ist unser Glückstag. Wow. Das Portal ist an. Wir werden mit dieser Ausrüstung, ich habe übrigens noch ein bisschen TNT gekraft, wahrscheinlich nicht gewinnen können. Ach du Scheiße, hier sieht es ja auch so aus. Oh nein. I come to kill your friend. Oh, der ist, glaube ich, auf mich aggressiv geworden. Oh lol, ich habe sogar getroffen. Nicht gut, überhaupt nicht gut. Hab ich ihn erwischt? Nee, natürlich nicht. Das kann man nicht durchschießen, da muss ich mich hochbauen, ne? Der hat in der 1-12 schon diese Bälle geschossen? Hm. Autsch! Der geht ja direkt den Nahkampf an, Alter. Okay, 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 okay. Ich hatte ihn. Okay, er hat jetzt den Tod leider nicht gesehen vom Drachen. Lol. Der, ich habe ihn einmal angeschossen, der ist weggebackt. Aber wir haben das Ei hier zumindest. Okay, okay. Die Säule ist anscheinend nicht da. Auch gut. Weil wir das Ei haben. The Next Generation. Und damit haben wir es auch geschafft. Wir haben diese merkwürdige Welt besiegt. Auf merkwürdige Art und Weise. Aber ja. Was? I see the player you be? Duet Gamer? Was? 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 Yes, take care. It has reached a higher level now. It can beat you fast. I can beat you fast. Was? Was? I think it's a part of the game. Well, I like this player. It played well. I did not give up. Oh, lol. It's reading our thoughts and thoughts, they were words. They were. We are words on the screen. Ja, seid ihr doch auch noch nicht.
This is how I choose to imagine many things and sleep in the dream of game. Aber war das in der 1.12 wirklich so? Words make a wonderful interface, very flexible and less terrifying than staring at the reality behind the screen. I used to hear voices before players could read. Back in the days when those who did not play called the players witches and warlocks and players dreamed their filled in the air and six months by demons. What did the player dream? This player dreamed. This player dreamed of sunlight on trees, of fire and water. It dreamed it's created, it dreamed of destroyed. It dreamed it's hunted, its root was hunted, it dreamed of shelter. Had a huge interface a million years old and still works, but what true structure did this player create in the video behind the screen? With a million others got it true in the thought of credit for him. I cannot read that. Wie geil. Oh, it has not yet reached the highest level that it was achieved in the long view of life, not the short view of game. Just know that we love it, that the universe is kind. Sometimes for the noise of the force to test the universe, yes. Ja gut, ich lasse das mal so stehen. Es ist eigentlich sehr geil, das zu lesen. Wenn ihr das auch lesen möchtet, spielt die 1.12 nochmal. Wenn ihr das eingeschaltet habt, macht's gut und ciao, euer Midgamer.